Hey, herzlich willkommen zum neuen Toffeldraft und wir legen gleich los. Diesmal mit Kaltheim. Ja, Kaltheim, wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt haben werdet, macht eine Menge Spaß, gibt eine Menge Möglichkeiten, viele bunte Sachen, viele aggressive Sachen, je nachdem, was man so angeboten bekommt. Schwierige Entscheidungen zwischen ein paar Karten. Manche Karten wirken sehr gut, sind aber so ein bisschen meh. Gerade so schwarze Karten sind so ein bisschen fragwürdig, weil die Farbe schwierig zu machen ist. Manche Karten sehen so ein bisschen clunky aus, ein bisschen schwierig. Path of the World Tree zum Beispiel, aber sind fantastisch, wenn man das Deck drumherum bauen kann. Sagas sind stark, Removal sind stark. Also da gibt es schon ordentlich was zu tüfteln und zu verbessern. So, gucken wir mal. Mill 3 Cards, put an 11 Card onto the Battlefield. 11 Counter, ja. Geht so. Wahrscheinlich nicht besser als das hier, was einfach was zerstört. Ascent of the Worthy ist nicht sehr gut. Sonst ein Uncommon, ja. Squash ist okay. Aber ansonsten nicht besonders viel los hier. Ich glaube, das ist mehr so eine Art von Build-Around, die man später aufnehmen würde. Und ja, ich meine, wir können es probieren, einfach eine Menge Elfen zu machen. Aber Binding ist doch eigentlich doch viel besser. Naja, nehmen wir mal ein Binding, ne? Können wir ja nichts schief machen. Trickery. Engel ist okay. Bind ist okay. Alles ziemlich okay. Das Land ist sehr gut. Jedes der Länder ist natürlich fantastisch, wenn es einfach einen freien Effekt erzeugt. Aber ansonsten gibt es hier wirklich gar nicht so viel. Alle Karten sind echt unterwältigend. Insofern, dadurch, dass wir nichts in unserer Farbe finden, die grünen und schwarzen Karten sind meh, könnte man entweder lehnen, das Schneeland zu nehmen, aber das ist weiß-rot, was erstmal nicht so ist. Wenn es irgendwie so ein Grün-X wäre oder Schwarz-X, könnte man stark überlegen. Der Engel ist schon okay. Sehe ich ein. Es ist weder der Engel oder das Land. Und ich glaube, dass der Engel ist ein bisschen flexibler, braucht im Fortell nur ein weißes. Und das Land natürlich. Blau, blau, rot. Schwierig einzubauen in viele Decks. Insofern nehmen wir mal den Engel. Okay, hier haben wir den Typen, der Marken drauflegt, was schon sehr stark ist. 3-Mana 3-3, 4-Mana 3-3er. Changeling ist auch sehr wichtig. Viele Kombos. Aber ich glaube, hier können wir einfach Demon Bolt nehmen. Flexibel, stark, kann man gut splashen. Wir haben hier grün-weißes Land, was ja nicht schlecht ist. Grün-weiß ist eigentlich auch genau das, was wir so ein bisschen gerade haben wollen, wenn wir Schneeflexibilität aufnehmen. Das Land ist auch okay, aber ich glaube, wir nehmen Demon Bolt und gucken weiter, wohin wir wandern. Ich mag das. Ich finde es sehr gut. Das ist ein Instant, das heißt, man kann auch blocken, im Combat das machen. Rot, schwarz, ja, aggressiv. Wir haben hier minus 3, minus 3 und wir haben den 0-4er für Schnee, aber noch nicht so viel Schnee am Start, ne? Haben wir viel Flexibilität. Ich glaube, wir wollen ja entweder den oder das Way Down. Ich hatte noch nicht so viele Decks mit dem. Der braucht schon echt viel Aggressivität. Und im Moment, ja, gammeln wir noch so ein bisschen darum, Entscheidungen zu treffen. Die Karte ist wahrscheinlich einfach flexibel besser, weil sie in beide Decks passt, so das Langsame und das Schnelle. Ich sehe noch nicht so genau, ob wir hier wirklich Schnee sind, deswegen fand ich den Schneemann nicht gut genug. Wenn wir jetzt den anderen genommen hätten, der Minotaur, hätten wir natürlich den nehmen können. Aber so können wir, glaube ich, den Shapeshifter nehmen. Der passt in jedes Deck. Der ist auch sehr gut. Würde ich immer spielen. Es gibt so viele Sagas, Artefakte, Sachen, die man wegmachen will. Ja, das heißt, wir nehmen hier den Changeling.
Und versuchen uns später entscheiden. Okay, hier ist ein Squash. Squash ist okay. Wir haben einen Changeling, wir haben schon eine gute rote Karte. Das ist, glaube ich, das, was wir haben wollen. Wenn wir einen Giant haben, ist natürlich GG. Wir haben eine coole Rune. Eins ist und Haste. Sehr gut, wenn man die Krone hat, die natürlich eine raussucht. Haste ist natürlich das Undankbarste, weil wir eigentlich die Rune später spielen wollen. Das kostet so in dem gleichen Zug zwei Mana mehr, was natürlich schwierig ist. Sagen wir mal, ich spiele jetzt den Engel hier für 4 Mana, dann wollen wir danach irgendwie eine Rune drauf klatschen und den Effekt mitnehmen, aber so machen wir das für 6 und Haste. Deswegen ist das relativ gut auf der Krone. Hier können wir eine Kreatur indestructible machen. Wir haben hier einen Changeling, aber so wirklich, glaube ich, wird es nicht. Nehmen wir mal die Rune für Optionen. Wir haben noch so ein Ding. Okay, jetzt wollen wir natürlich richtig stark auf ein Tribal-Thema drauf. Ja, okay. Gucken wir mal, was wir hier irgendwie triben können. Das ist ein Zombie-Berserker. Eigentlich wollen wir so ein bisschen Giant-Thema, weil das hier das auch schon belohnt. Ich glaube, den weißen Engel können wir erstmal ins Sideboard packen. Kriegen wir 2 Spells die Runde hin? Schon möglich, ne? Allerdings wollen wir auch eher hier, wenn wir hier Berserker nennen, wollen wir eher den haben. Berserker vorbereiten. Ja, das sind leider nicht die Berserker, die wir wirklich haben wollen. Those are not the droids you're looking for. Naja, wie gut. Wir können das ein Elf und Berserker, aber ganz ehrlich, wir nehmen mal die Rare. Collection Value. Okay. Ja, nehmen wir den Growth. Rot-Weiß-Aggro, huh? Human Cleric, Growth Warrior. Ich glaube, wir sind hier eher grün als rot. Must be blocked. Sure. Dwarf Rogue oder ein Ochsen. Okay. Also wir bräuchten noch einen Kreaturentyp. Wenn wir natürlich die Elfensage am Anfang genommen hätte, wäre es geil. Oh ja. Choose a creature type. When you cast a spell, copy that spell. Guys. Wir wollen ja Giants haben. Meint ihr, das kriegt man wieder? Aber wir nehmen ja auf jeden Fall Demon Bolt, ne? Aber vielleicht müssen wir so uns Giant blau-rot machen, dass wir das wiederbekommen. Wir wollen ja sowieso Giants spielen, ja. Wir haben ja ein paar schwarze Karten. Ein paar rote. Ja, natürlich Demon Balls, was uns sehr stark jetzt in Rot bringt. Das ist ein Giant. Nicht der allergeilste, aber okay. Wir sollten uns wahrscheinlich auch schnell entscheiden, weil wir brauchen eine gute Dichte an den Sachen. Oder wir picken einfach Changelinge weiter auf. Ich hätte Lust, dieses blaue Enchantment zu spielen. Vielleicht hätten wir es einfach picken sollen, for fun, you know. Oh, guck mal hier. Also erstmal gibt es das hier. Für Giants. Aber wir haben auch eine Krone. Ich glaube, wir wollen die Krone, ne? Wir haben hier so eine Rune. Der Giant wäre natürlich geil, aber wir haben nicht genügend Schnee. Nehmen wir, wir haben auch das hier. Ah, Decisions. Die Krone kriegt man nie wieder. Und wenn wir jetzt das hier nehmen, schwarz, sind wir auf jeden Fall nicht Giants. Aber ist so ein schwarzes Premium Removal weiterzugeben, ist schon tough. Aber unser Schwarz ist auch nicht so super gut.
Ich nehme mal die Krone. Oh, wir haben noch einen Demon Bolt, okay. Schnee. Hier gibt es eine Menge Schnee. Wie Coral Giant from the Graveyard. Ja, wir wollen ja Giants haben, ne? So langfristig. Auch kurzfristig, aber. Weiß nicht, wie frei so Giants werden. Können halt eine Menge von denen aufnehmen und dann noch ein paar Schneeländer, aber der Schneeländerzug nicht abgefahren ist, weiß ich nicht. Wir nehmen ihn mal und gucken, wie das so läuft. Viel ist hier nicht los. Ich meine, wir haben noch das hier. Das geht. Sind wir an den grünen Karten interessiert? Nicht wirklich, ne? Oh, wow. Yikes. Okay. Wie viel Schnee können wir noch aufnehmen? Was meint ihr? Kriegen wir noch genug? Wir bräuchten so. Der ist okay ohne. Der nicht. Das heißt, wir bräuchten schon so noch 5 Schneeländer in Blau und Rot. Ansonsten, was wäre der andere Pick? Der Mountain, ha? Ich glaube, auf den Mountain können wir verzichten für den Pillar. Schwarz-Weiß. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen greedy, was wir hier machen. Kann ich sehen. Schwarz-Weiß macht halt wirklich gar nichts für uns. Ich meine, wir können es mal aufnehmen. Nicht, dass wir irgendwas anderes nehmen. Der ist okay. Aber ich würde eher lieber dafür sorgen, dass wir. Oh, da ist ein Mountain. Okay. Eher dafür sorgen, dass wir es schaffen, die Karten zu spielen. Da ist Rot. Okay. Alright. Da ist eine Insel. Ja, aber wir müssen, glaube ich, stark sein hier. Den hätte ich auch gerne. Ich glaube, wir müssen stark sein. Ihr müsst mit mir stark sein. Zwei Dwarf Berserker. Another Cruiser auf dem Ende des Battlefield. Die sind gar nicht so schlecht zusammen, ne? Und ich könnte überleben, eine Ravenform zu nehmen, aber. Okay. Also, nehmen wir mal an, wir spielen die da nicht. Haben wir das? Oh. Ich glaube, mit unserem Riesenthema, was jetzt noch nicht so ausgebaut ist, muss man sagen, aber wollen wir eher das hier haben. Oh, okay. Könnte man überlegen zu zocken. Oh, noch ein Giant. Den können wir spielen. Vielleicht auch zweimal? Fragezeichen. Oh, noch ein Icy. Okay. Wir haben hier so eine Rune, oder? Ist die schon drin? Ah ja. Naja, wir sagen nicht nein, ne? Hoffentlich kriegen wir die Insel wieder. Hoffentlich kriegen wir die Insel, ja. In unserem 5 Giant Deck oder was? Okay, also wir brauchen Schneeländer und Giants. Oder Horse Spirit Flyers. Ich glaube, wir wollen das hier. Nicht nur ist es Schnee, sondern es ist auch rot und blau. Das heißt, andere Schneeländer, die nicht rot und blau sind, werden besser. Und ja, das Ding ist schon geil, ne? Cost one less and can be done in less turns. Aber. Rot, schwarz. Okay. Naja. Mehr Schnee, ne? Eine Rune of Flight. Okay. Brauchen wir noch eine Rune of Flight? Das wäre schon geil. Andererseits haben wir auch den da und ich glaube, wir wollen mehr Riesen. Wir brauchen mehr Riesen. Wir haben schon eine Rune. Nicht die geilste, aber wir müssen. Ja, wir müssen dafür sorgen. Der hält auch gut auf,
den Betrieb, wenn wir zurücklegen. Ja, wir nehmen einfach den Mountain. Okay. Noch ein klein bisschen mehr Schneestuff. Yeti, nein. Strategic Planning, nein. Saw it coming. We saw it coming. Wir haben drei schwarze Länder. Das heißt, wir könnten einen Way Down splashen. Aber dafür brauchten wir Kreaturen. Ja. Wir nehmen mal hier den Foretell-Counterspell. Dwarven-Berserker. Oh, da ist noch eine Rune. Aber weiß. Lifelink wäre natürlich der Hammer. Wir haben ein Weiß, ha? Huh? Ich glaube, wir wollen hier das hier haben. Oder eine Kreatur. Zwei, drei Riesen. Geht's noch? Oh, Squash. Okay. Ihr seid alle Berserker. Wer braucht denn euch? Niemand braucht euch. Da ist ein Schneevogel. Okay. Der braucht Doppelschwarz. Haben wir nicht. Kann noch so ein Bein spielen. Die Rune of Flight kam wieder. Interesting. Interesting. Okay. Bisschen short an Giants, nicht? Ah, Ach ja, ne? Giants, let's go. Bisschen short. Guckt euch das an. Bam. Okay, also wie viele Länder haben wir gerade? 7, 10, 16. Okay. Und ein paar wenig Kreaturen. Der Berserker ist natürlich so meh. Aber ansonsten ist so eigentlich all das, alles, was wir haben wollen. Und den können wir Giant machen. Ich meine, theoretisch ist jetzt ein bisschen doof oder so, aber wir müssen natürlich den auch nicht spielen. Wie viele Kreaturen haben wir denn dann? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh Gott. Yikes. Wir haben auch keine Synergie mit Giant. Achso, wir können das hier spielen, wenn es ein Giant ist und die werden cheaper. Ja, I guess das zählt. Den Frost Yeti will ich nicht spielen. Dwarf Rogue, nee. Wollen wir Snow-Covered Plains? Wir haben ein rot-blaues Duelland. Das heißt, im Moment spielen wir 7, 8 rot und 9 blau. 8 rot, 9 blau. Und ein Off-Color. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, mit 6 sind wir okay bedient. Achso, wir müssen noch eine Karte rauswerfen. Wahrscheinlich den Berserker. So. Okay. Probieren wir es aus, ne? Probieren wir es aus. Ein bisschen, ein paar mehr Giants wären schon geil gewesen. So, okay. Fangen wir mal an. Perfekt. Drei Mana. Sachen zu tun. Right. Ja, Rune of Speed in der Hand ist ein bisschen doof, aber wenn wir die Krone ziehen, können wir die irgendwie auf eine Kreatur legen. Die Rune of Speed ist auch ein bisschen merkwürdig mit unseren 12 Drops und so. Ja, ich glaube, wir wollen eher das hier. Falls wir irgendwas wegmachen müssen, können wir auch Demon Bolt nächste Runde so casten und dann können wir darauf suspenden und das Behold spielen.
Zwei Mana, okay. Und so haben wir halt jetzt die Chance, Behold zu spielen. Ende des Zuges. Es ist ein bisschen. Wir können das jetzt machen, weil wenn wir ein Tapland ziehen, können wir das Tapland legen. Wir haben noch zwei oder drei andere im Deck. Aber ich glaube, ich will lieber die Option offen haben, Demon Ball zu spielen. Und wenn wir ein Tapland ziehen, ja, können wir es immer noch nächste Runde legen. Aber vielleicht ist es wichtiger, jetzt kap was kaputt zu machen. Zum Beispiel diesen 4-4-Forteller oder so. Nö, gibt nichts. Anscheinend. Na dann. Hawk und Tapland. Sehe ich beides nicht. Junk, Junk. Ja. Akzeptiert. Na dann. Ach so, das tappt keine Permanenz, ja. Schade. Hätte ja ruhig mal sein können. Okay, jetzt brauchen wir noch ein Schneeland, ja? Created Token, okay. Tappen wir den. Das ist ein Schneeland. Na, dann bringen wir mal den Riesen an den Start. Was machen wir eigentlich, wenn unser Gegner so 5 Spot Removal hat? Haben wir dann eine Chance? Ich bin ganz sicher. Ich meine, wir haben dicke Klopse. Den 8-6er oder was das ist. Choose your creature. All damage would be dealt to this creature. Okay. Ich verstehe. Oder auch nicht. Das ist gut. Das ist gut. Naja. Gucken wir doch mal, was hier passiert. Jetzt stirbt er. Ja. Nicht so ganz sicher, ob das sinnvoll war. Wir könnten hier Pillar spielen. Aber ich glaube, wir können ja auch einfach foretellen. Wir können eh den nicht zweimal benutzen, weil wir das noch nicht haben. Und dann können wir jetzt noch countern und tappen. Das heißt, unser Gegner hat jetzt effektiv einen 1-1-Token mit dieser Marke gemacht. Huh? Na gut. So sei es. Sechs. 3-6 ist okay. Können wir tappen. Im Notfall könnten wir auch gegen den Strider laufen lassen und Demon Ball spielen, wenn wir das wollen. Aber im Moment sind wir eigentlich ganz zufrieden mit unserer Board-Situation. Tappen wir hier. Land ist fantastisch. Zack. Ja, bloß nicht zu viel Schaden nehmen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ja, das passt. Okay, und jetzt gibt es den Elfen wieder. Das heißt, die Saga hat 8 Leben gemacht. Gibt bessere Sagas. Muss man so mal sagen. Oh, jetzt macht's halt der Riese, ne?
Das Gute ist, wenn wir Kreaturen haben, sollten wir relativ gut durchkommen. Wir haben zwei Tapper, zwei Demon Bolts und ein Counterspell. Search a life for a snow permanent. Okay. Und ein Leben. Bin gespannt, was dieses Snow Permanent ist. Search for Glory. Wonach searcht man da? Okay. Auch nicht das, was ich erwartet hätte. Ah ja. Der muss ja nicht sein. Ach so, ups, der Vigilanced. Okay. Nicht so smart. Ich habe nur gerade überlegt, ob wir jetzt den abräumen mit dem Bolt. Und eine Tappen oder zwei Tappen und den Bolt nicht machen. Das Problem ist, wenn wir halt den Bolt benutzen, können wir nur den tappen und dann können die beiden unseren Riesen doppelblocken, was wir eigentlich nicht wollen. Eigentlich nicht wollen. Aber wir müssen den so oder so loswerden. Ich glaube, wir wollen lieber jetzt das Mana ausgeben als später. Und theoretisch, ja, können wir halt dann den anderen Demon Bolt benutzen, um den zu stören. Dann stirbt der Token. Ein Demon Bolt. Ja, ich glaube, das machen wir so. So kriegen wir zwei Kreaturen weg. Oder auch nicht. Ja, wir können den vorteilen. Okay. Definitiv nicht. Das ist unsere einzige Kreatur, die brauchen wir noch. Und jetzt ist das ein 3-2er. Okay. Jetzt haben wir den. Und haben den. Oh yeah. Beatdown. Das ist gut. Ich meine, der tauscht gegen einen von den beiden. Ach, der kriegt Flying und ist ein Angel, ja? Okay. Gut zu wissen. So, wir wollen Giant. Unser mächtiger Giant. Put a crown down on Azusa. Exile target creature with the greatest power. Okay. Ja. Solange einer von den beiden die Mana kriegt, ist es okay. Die können wir tappen. Wenn der die Mana kriegt, muss er leider gehen. Okay. Aber der macht es auch zweimal. Okay, das heißt, wir lassen uns jetzt einmal schlagen. Dice create a token. Okay. Oh, das sind so viele Karten. Wir lassen uns jetzt einmal schlagen. Und dann hoffen wir, dass er die Marke darauf legt. Damit wir ihn abschießen können. Und wenn die Marke irgendwo anders drauf kommt, dann können wir sie immer noch tappen. Aber der wird auf jeden Fall nächste Runde sterben. Interesting. Interesting. As long as you can make. Okay. So, das heißt, wir greifen auf jeden Fall mit dem an. Und dann wird der blocken, weil dann lösen wir okay das ganze Problem sowieso schon. Aber erstmal, actually, ja, wir können erstmal angreifen.
Der greift, glaube ich, eh nie an, selbst wenn wir jetzt irgendwie einen Giant finden. Könnte auch überlegen, beide einfach sterben zu lassen. Und dann sagt der, okay, exile den, weil das der einzige ist, den wir haben. Und dann können wir danach wieder Kreaturen spielen. Ich glaube, das finde ich einfach okay. Ne? So haben wir einen Demon Bolt in unserer Hand gespart. Jetzt kann unser Gegner zwar einen Marker auf den legen. Aber das ist okay. So, wir machen jetzt das hier. Put one of them into your hand. Huh. Naja, wahrscheinlich den da. Und jetzt können wir das nochmal spielen. Oh, das ist schon geil. Oh ja. Die sind alle cool. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall nicht mehr so viele Probleme. Wir können noch den vertellen und Go sagen. Und das Geile ist, den können wir reinflashen. Im gegnerischen Endzug dann. Warte mal, Destroy. Ach, das doch. Ah, ne, Target. Das Target nicht. Also, wir können es nicht targeten lassen und dann eine größere Kreatur spielen, damit es fizzelt. Sondern wir müssen. Wir müssen was exilen lassen. Und dann ist gut. Okay. Ja, wir wollen den da bolden. Wir machen das jetzt vorher, weil unser Gegner einen Trick hat, müssen wir den zweimal bolden. When this creature enters the battlefield, return. Okay. Das funktioniert so. Dass der 3-2er wieder kommt, ist eigentlich egal. So, wir tappen jetzt die beiden. Der kommt wieder. Zweier würde immer noch gegen den verlieren oder unser Gegner hat auch nicht viel Schnee. Okay, greifen an. Weil er eh exiled wird und sagen Go. Ja, weg ist er. Den. Und tappen den. Jetzt legen wir einfach den dicken into den dicken. Und dann sollte das Ganze schnell vorbei sein. Ups. 5, 6 Flash tappt. Ist schon nicht so Premium, ey. 3 da. Wenn er untappt wäre, das wäre mal was. Wenn es praktisch, dann wäre es ein schlechter Gear Hulk. So, ne? Den kommt, wenn das Land legt, um Demon Bolt offen zu haben, klingt wahrscheinlich richtig. Weil dann kann man tap tap block, I guess. Wenn dann der Gegner jetzt angreift, kann man wahrscheinlich nicht mehr blocken wegen dem 3-2, der Damage macht, aber das ist okay. Kriegen wir halt 2 Schaden. Okay, tappen wir noch den. For fun. Und dann geht's rein. Okay.
Wollen wir irgendwas? Der Gegner hat zwei Sagas gespielt. Glaube nicht, dass wir dann an Null unbedingt wollen. Also der Gegner hat ein paar zwei toughness Kreaturen, ne? Könnte man überlegen, ob man das hier rein überhaupt spielt. Aber so ganz sehe ich jetzt auch noch nicht, dass wir das müssten. Insofern gucken wir mal, was passiert. Okay. Geht auf jeden Fall deutlich schlechter. Ja, der ist ein bisschen neu. Das Mist ist auch nicht so gut, weil wir ja keine wirklichen Flieger haben außer dieser Rune. Aber unser Deck ist schon eher darauf aufgebaut, dass wir überleben müssen. Okay. Auch ziemlich nervig. Ist schon mal nicht gut, wenn man nichts zum Auswählen bekommt. Ihr Trade macht leider auch nicht super viel. Wenn der nicht wiederkommen würde. Oh, Fixel. Wenn der nicht wiederkommen würde, könnte man sich das schon wirklich überlegen. Okay. Der Gegner hatte auch keine Schneekarte in der Hand, die irgendwie gut war. Ne? Es war jetzt nicht so, dass das eine Target nicht da war. Ah, eine Legendary, die war schon durch. Okay. Sehe ich ein. Ja. Ich befürchte, wir müssen ja wirklich in den sauren Apfel. Also vielleicht hätte man das darauf spielen sollen. Weil wir wissen, dass wir ungefähr so 6 Schaden von dem nehmen. Und das ist wahrscheinlich schon wert. Klingt schon danach, als ob man das hätte so machen sollen. Na gut, hoffentlich nehmen wir nicht genug Schaden. Ja, das ist okay. Wahrscheinlich werden wir das sogar immer noch machen, ne? Na, nee, wir werden jetzt. Wahrscheinlich bringen wir jetzt das zweite Pillar an den Start. Also wir müssen auf jeden Fall den da loswerden. Bevor er auch noch irgendwie wiederkommt. Ja, und machen wir das jetzt? Wahrscheinlich machen wir das jetzt schon, ne? Einfach um keinen Schaden zu nehmen. Legen wir das hier. Die Idee wäre natürlich, einfach ein Land zu, also einen Giant zu ziehen. Weil dann können wir auch beide einfach blocken. Jetzt nehmen wir nochmal zwei Schaden. Vielleicht ist einfach zwei Schaden nehmen, okay. Mit zwei Icys. Hoffentlich kann nicht super viel passieren. Wenn wir jetzt einen Giant ziehen oder irgendwas, was halt die Sachen besser löst, dann haben wir halt eine Karte gewonnen. Und ich glaube, das ist hier zwei Leben wert. Okay. Tappen wir den. Genau so wollen wir das. Und dann können wir nämlich auch das Angreifen skippen. Vielleicht kann man ja angreifen mit dem 4-4er. Sehe ich schon ein.
Allerdings glaube ich, unsere Position ist so gut. Sagen wir mal, wir greifen jetzt mit dem an und auf einmal wird der hier getappt oder zerstört oder was auch immer. Choose a creature, ja, klar. Jetzt kriegt der da Damage. Der da, okay. Das heißt, der kann nächste Runde nicht angreifen. Ich glaube, unser Gegner. Ah, wir tappen mal. Den da. Der greift an, ja. Oder doch nicht. Angriff wäre spannend. Das Witzige an Angriff ist, wir können halt den blocken. Das heißt, unser Gegner muss dann den Pump-Spell auf den spielen, weil der kriegt ja den Schaden. Aber unser Gegner hat sich dagegen entschieden. Okay. Dann gibt es einen davon mit fliegend. Na gut. Greifen wir mal mit dem Strider an. Das sollte okay sein. Vielleicht kann unser Gegner jetzt 5 Schaden auf den Strider machen, aber. Ja, das Krasse ist natürlich auch dadurch, dass. Wann ist das? Until your next. Ja, dass der Pumpspell halt auf den muss, stirbt auch der Strider nicht. Also unser Strider, weil der. Um den Schaden zu machen, muss der Spell auf den, aber um den über 10 leben zu lassen, muss der Spell auf den. Was nicht die beste Kombination ist. Ja. So sieht's mal aus. So, und jetzt können wir das hier machen. Das heißt, der macht nicht genug Damage, aber der haut den um. Funny. Jetzt müssen wir uns zwar so ein bisschen um den Flieger da kümmern, aber mit 2 Icys sollte das eigentlich okay sein. Wir tappen mal den. Der Grund, warum die Karten so gut sind, meine, im Endeffekt steht da ja nicht viel mehr drauf als Removal, was auch noch Mana jede Runde kostet. Aber dadurch, dass es flexibel verteilbar ist, kann man das Board natürlich immer anpassen. Also, wenn wir jetzt einen Pazifismus auf den da spielen, dann bleibt der für immer dort. Und das Geile an dem ist, dass du halt jede Runde eine andere Entscheidung machen kannst. Du kannst ihn auch zweimal benutzen. Das heißt, wir können jetzt den Shieldmage hier tappen und dann den, aber dann in unserem Zug nochmal welche. Das heißt, gerade unter Druck sind diese Sachen so stark, weil halt viel Schaden angedeutet wird, den man nicht unbedingt machen kann. Und dadurch verliert man natürlich auch eine Menge weniger Leben, weil der Gegner sehr vorsichtig sein muss. Den Bolt. Wow. Wir haben auf jeden Fall nichts anderes vor, außer anzugreifen. Okay. Kriegt der jetzt irgendwie nochmal +4/+4 oder so? Oder versucht's?
Sieht so aus. Das 2 bis 0. Ja. Get out of here. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wie das mit dem Equipment passiert. Okay, der will es auf den machen, das heißt, wir tappen auf jeden Fall den. Und der 2-1er darf jetzt angreifen, weil wir wollen unbedingt den tappen, um angreifen zu können. Wenn unser Gegner nicht angreift, ist okay. Ja, wir haben noch ein paar Länder. Kann jetzt den 4-4er blocken. Ist eigentlich relativ egal, weil solange die 3 Damage durchkommen, geht unser Gegner auf 6. Das heißt, wir haben nächste Runde 7 Schaden. Und selbst wenn unser Gegner eine Kreatur legt, dann können wir immer noch beides immer tappen. Den und den und dann ist vorbei. Tick-tock on the clock, but the party won't stop. Nope, do, do, do. Den da. Den da. Okay, Nummer 1. Okay, fangen wir an. Yikes. Also wir haben einen Behold und so ein Glimpse-Ding. 6 Länder. Wir sind ein teures Deck, ne? Ich. Schade, dass das unter die Library liegt. Es wäre viel witziger liegen gewesen, wenn es so ins Friedhof liegt. Kann man es später noch benutzen. Oh, wir können diese Rune discarden. Okay. Zwei Tokens. Tauschen wollen wir nicht unbedingt, ne? Guck mal an, was sich der Kosmos anbietet. Behold the Multiverse. Na gut. Eigentlich wollen wir nicht unbedingt tauschen. Aber wir wollen auch nicht so viel Damage nehmen. Insofern müssen wir das wahrscheinlich einfach umsetzen.
meinem Gegner ein bisschen Angst. Mit unserem Foretell-Spell hier. Wir haben den Counterspell. Ja, eigentlich müssen wir uns jetzt nur irgendwie zu den dicken Riesen hinbringen. Den 8-6 dann. Und dann. Okay. Dann ist okay. Crown. Crown zieht eine Karte und gibt Flying. Ach. Wollen wir, glaube ich, beides nicht. Wir müssen irgendwo nicht Länder finden. die Kreatur finden. Einen Riesen. Ja, den da. Den wollen wir finden. Spielen wir jetzt Bind the Monster? Nee, ne? Nee? Nehmen wir nochmal zwei. Ich glaube, nochmal zwei nehmen ist okay. Ah, actually, das macht auch nochmal Damage, ne? Aber die Hoffnung ist, dass wenn wir den Riesen legen, dass dann Schicht im Schacht ist. Okay. 11. Es wird schon schwierig sein, den K.O. zu machen. Und wenn wir den spielen, können wir auch noch können wir das Glimpse-Ding nochmal spielen. Das sollte okay sein. Den wollen wir natürlich gerne targeten mit dem Bind the Monster. Wenn der angreift, wird es interessant. Aber ich glaube nicht, dass wir nicht blocken können. Plus 4, plus 4, macht den auch 6, 7. Das ist okay. Unser Gegner hat auch keinen Giant. Das heißt, er kann nicht gesquashed werden. Okay. Yes, okay. Erstmal gucken wir uns hier an, was wir haben. Bergstrider. Ich glaube, wir wollen den Bergstrider. Ja. Greifen wir ja an. Unser Gegner muss alle drei Kreaturen opfern. Sind wir damit nicht einverstanden? Andererseits, wir können auch einfach den spielen. Ja. Pay with this. Und dann den da rausnehmen und angreifen. Viel Damage und Schneemana. Okay. Schade. Achso, aber nur ein Schneemana. Na gut, aber der Giant muss jetzt auch erstmal sterben. Okay. Könnt das machen und das. Giant, please. Und haben dann zwei Schneemana auf dem. Okay. Okay. Tag mit den. Den. Ja. Okay, rot-grün. Ich glaube, rot-grün ist okay. Vielleicht wollen wir den hier spielen.
Statt irgendwie der Rune of Speed können wir den hier spielen. Einfach ein bisschen mehr Defense. Zwei Dreier ist ja okay. Vielleicht können wir auch den da spielen. Exile Creature Card Created Treasure. Statt. Something. Statt dem da. Einmal Damage nehmen. Einmal Damage nehmen ist schon nicht so ungeil. Ich glaube, es ist okay. Wir haben ja auf 2 super viel Foretell-Stuff. Das heißt, wir sollten jetzt nicht häufig in den Punkt kommen, wo wir nichts machen. Und dann ist es eigentlich okay. Hallo, Gegner? Ja. Zwei Mana, Vogel, Behold und Infinite Teuer. Land ist fantastisch. Okay. Jetzt müssen wir so ein bisschen überlegen, wie wir das Ganze hier sequenzen wollen. Wie wichtig ist der Hawk? Ich glaube, wir fangen hier schon mit Hawk an. Wir haben nicht unbedingt Sachen, die wir looten wollen. Aber on the draw will ich jetzt auch nicht Behold the Multiverse suspenden, um dann direkt zu casten, weil wenn wir dann nachts nichts legen. Eine Crown. You can see me in a crown. Search your library. Die da. Jetzt gibt es bis 1 zu 1 im Flying. Ist schon cool. Das. Der Gegner hat sich wieder mal keine Länder gegönnt. Equippen will ich jetzt nicht wirklich. Ich glaube. Aber wollen wir looten? Wahrscheinlich wollen wir. Ach, wir wollen. Ja, wir wollen schon looten. Right. Und wir können auch den Vogel equippen. Aber wir können echt viel machen. Wahrscheinlich wollen wir Vogel equippen und dem Minus geben. Dann gibt es jede Runde 2 Damage. Ich sehe auch nichts, was wir sonst aus unserer Hand casten wollen. Dann nächste Runde wollen wir 5. Bind the Monster und Behold machen. Das kann ich sehen. Okay. Das ist jetzt nicht das übereffektivste für Karten, aber so kriegen wir schon ein bisschen Druck an den Start. Arbeiten gut darauf hin, dass. Also der Gegner muss den theoretisch irgendwann mal abräumen. Das -3-Ding ist auch gut genug, weil wir haben ja die Rune, das heißt, alle unsere Sachen fliegen. Und ist auch wieder, glaube ich, so ein Punkt, wo wir einfach keinen Damage nehmen müssen. Den wollen wir auf jeden Fall tappen. Und hier wollen wir auf jeden Fall nicht suspenden, weil wir beides spielen wollen. Gucken, was unser Gegner hier macht. Can't block alone. Random 4-4er. Ja, ich glaube, wir wollen uns hier noch die Zeit mitnehmen, die wir haben. Es ist halt nicht garantiert, dass wir damit einen Removal-Spell finden. Und bevor unser Gegner hier noch was an den Start bringt. Jetzt könnten wir looten.
Ich glaube, wir ziehen jetzt erstmal zwei. Oh ja. Weil wenn wir jetzt wirklich viele Länder ziehen, dann boah, wir looten. Aber wenn wir irgendwie brauchbare Spells ziehen, dann müssen wir das nicht unbedingt machen. Okay, untap Snow. Ist fair. Gut, dass der kein Snow ist. Es ist ein bisschen awkward, dass der nach dem Giant kommt, aber wir könnten überlegen, den nicht zu legen. Und dann nächste Runde Scarecrow zu nennen, damit der eine Marke kriegt. I can see that happening, ja. Weil der würde nicht angreifen gegen den Hund. Okay. Ah. Interesting. So spielen wir also, ja. So spielen wir. Wow. Was ist denn, wenn wir einfach reinzimmern? Wie geht nicht, ja? Heißt das, dass der Hawk angreifen will? Sterben wir hier? Wir können doch niemals sterben an nur so einem Drachen, oder? Aber so rum können wir noch einmal looten, falls wir was finden müssen. Was ist denn der Unterschied? Der hier greift an für 7. Das sind 3, 4, geht unser Gegner auf 7. Das heißt, beide müssen geblockt werden. Wenn unser Gegner auf 5 geht, ja, ich glaube, angreifen mit beiden ist besser. Und dann spielen wir auf jeden Fall den. Und auf jeden Fall den. Und sagen Go. Und hoffen, dass unser Gegner hier keinen Zorn rauslässt. Ansonsten sehe ich nicht, wie hier 14 Trample-Damage plus 4 normale umgangen wird. Okay. 4 ist fair. Solange meine Giants nicht sterben, bin ich happy. Okay, das ist ein 5-5er. Der eine wird auch fliegen. Also es ist nicht so, dass er. Das sind 2-2, ja. Und noch ein 2-2er. Alright. I approve. Ich meine nicht, dass es. Das hier sind 11 Toughness. Das heißt, unser Gegner stirbt auf jeden Fall. Ah, es gibt noch ein Mana. Das stimmt. Ein Mana ist noch am Start. Das heißt, so ganz sicher sein kann ich mir nicht. Aber können wir hier irgendwie dieses Equipment benutzen? So. Mal, was passiert. Okay. Das passiert. Okay, na dann spielen wir noch das Finale. Finale. Oh.
Okay. Nicht das Allerbeste. Aber wir können ja unseren Vogel benutzen, um so ein bisschen wegzulooten. Schwarz-Rot, 2-2. Okay. Oh, der ist gut. Ja, keine Blocks. Nichts. Okay. Giant. Nehmen wir hier noch. Okay. 4-4. Ist natürlich dick. 4-4 ist dick. Giant. Can't block alone, huh? Die Frage ist, wollen wir den blocken? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir racen hier einfach durch. Es könnte ein bisschen knapp werden, je nachdem, was unser Gegner macht. Aber wir kriegen ja richtig viel Tempo durch den. Okay, ja. No blocks. Vorteil. Nein. Soweit akzeptabel. Der darf nicht enttappen. Und rein da. Gehen wir auf 8. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, Land ist gut. Land ist gut. Ich glaube, hier sagen wir einfach Go. Und werden versuchen zu doppelblocken. Und wenn das funktioniert, funktioniert's. Okay. Und dann machen wir das. Oh, ja, die sind eigentlich beide fair. Man könnte hier sagen, okay, vielleicht lege ich das Land weg und ziehe ein Land nach, dann habe ich nur Spells und Business und sowas, aber. Ganz ehrlich. Wir sind mit dem Land auf den Giant einfach zufrieden. Ich mag den. Man braucht eine Menge Removal für den, ja. Aber dann, also 7-6, Trampel. Und hier passiert noch was. Okay, blocken wir mal nicht. Nicht so ganz sicher, also wenn unser Gegner jetzt hier Zerstör-Dings hat oder so, muss ja nicht sein. Okay. Okay. Sonst noch was? Können auch immer dem Gegner Lethal machen, indem wir den Blocker wegmachen. Also der Gegner blockt jetzt die beiden zum Beispiel, dann macht das 3 Damage und dann macht unser Gegner noch irgendwie Toughness drauf, dann können wir irgendwas wegmachen.
Insofern sollte hier nichts mehr anbrennen. Ich nehme jetzt noch den. Okay. Okay. Ja, also ich glaube, die Rune können wir rausnehmen. Und wieder den hier spielen, ne? Das finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Wenn der Gegner wirklich so viele 2-Drops hat. Haben wir irgendwas Teureres, was wir nicht spielen wollen? Vielleicht ist die einfach. Ich meine, vielleicht können wir einfach das hier machen. Und dann wirklich sagen, ja, hier, Toughness. Das finde ich ganz gut. Am Ende müssen wir ja nicht unbedingt fliegen und gegen so richtig aggressive Decks brauchen wir auch die Crown und den Karten Advantage nicht, wenn wir on the draw sind. Man, ist nicht schlecht. Gerade wenn wir viel Removal ziehen. Kein Blau. Aber wir können Draven Reinforcements spielen. Ich glaube. Oh, das ist knapp. Gegner Mulligant. Wir haben einen Squash, aber keinen Giant. Ich spiele ein Tapland. Schon sehr langsam. Okay. Dann können wir das hier loswerden. Hat auch kein Blau alles hier. Aber zumindestens alle Spells können wir spielen. Okay. Blau ist leider sehr wichtig für Card Advantage, ne? Wings, interesting. Hey, Blau. Weil wir müssen ja Behold the Multiverse ziehen und den Glimpse Spell und natürlich die ganzen Giants, der 4-4er. Okay. Gucken, vielleicht. Was macht Runamok? Das muss ich mal kurz überlegen. Bevor ich jetzt hier irgendwie. Sagt Runamok nur Angreifer? Oder alle? Target Attacking Creature. Ja, okay, dann wollen wir das auf jeden Fall jetzt machen. Und das wollen wir auch auf jeden Fall jetzt machen. Gibt es irgendeinen Grund, hier nicht Behold zu machen? Ich glaube nicht. Wollen wir beides nicht. Jetzt ist der Punkt, wo wir eigentlich alles haben wollen. Ja, und der Grund, warum wir auch Behold jetzt machen, ist, weil wir foretellen können. Und hier können wir keine. Wir wollen zwar das sechste Land, ja, aber wir nehmen auch wirklich alles andere. Ha. Combo. Was? Also Draven, haben wir? Ich weiß gar nicht, ob wir noch Dwarfs haben. Wir machen mal Berserker. Ich bin nicht ganz sicher, ob. Ich meine, es ist wahrscheinlich, dass wir. Wahrscheinlicher, dass wir einen Giant Berserker haben, als einen Giant Dwarf. Ne? Können wir, glaube ich, so sagen. Nice. Okay, nice. Ja, nice indeed. Sehe ich genauso. Gucken wir mal, was wir uns hier abgesahnt haben. Bam, 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 bam. Primal Epiphany, Claim Price, 3K und 6 Booster. Nom, 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 nom. Alright. Ja, war ein schöner Draft. Nicht so einfach. Deck war schon interessant. Ausbaufähig an vielen Enden, aber im Endeffekt schon ziemlich stark. Na gut, unsere Gegner haben ein bisschen Quatsch gemacht, aber ich glaube, mit dem Deck kann man schon ein bisschen mitspielen. Es hätte mehr
vielleicht noch ein paar mehr auf der 2 und 4 brauchen können. So Saga mit dem Giant oder so. Aber ansonsten schon geil. Alright, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye.